doch jetzt kacke gelaufen. Was soll ich denn da jetzt machen? Viele Möglichkeiten habe ich ja nicht. So, heil mich hier. Oh Gott. Komm einfach nur da weg. Komm her. Okay, vielleicht reicht das. Schnell. Toll, mich hat das Ding festgebrannt. Super. Jo, auf Wiedersehen. Ich gehe mir jetzt Waffe holen und dann erledigen wir die Viecher dort. Ja, super. Das ist mal wieder eine Aufnahme, die läuft wieder wie geplant, ne? Gestern erst die Probleme mit dem Internet und jetzt die Scheiße. Geht mir das auf den Sack mittlerweile? Oh fuck. Lauf. Wow, das war knapp. Okay. So, dann habe ich gleich die Waffe parat und dann retten wir Michi. Michi? Dann kommt er endlich. So. Das Ding ist auch enorm riesig. Das ist schon anormal. So. Na super. So, dann mal gucken, da hoch. Wo war das Ding für die Waffe? Das war doch hier irgendwo da, ne, oder? Nein, natürlich nicht. Da war das der Kollege da hinten, der hier. So, der hier, ne? Verstärkte Platten, Kabel und Kupfer. Kriege ich hin. Kupfer. Stärkte Platten muss ich noch machen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich mache. Nummer 5. Platten, das und Kabel. Kabel. Ich glaube 50 waren das. Ich war einfach mal 50. Ich frage mich, wo ist denn die andere Waffe? Wir hatten noch. Oder muss sie erst noch erforscht werden? Die muss erst noch erforscht werden, so eine Scheiße. Oh Gott. Die hat ja gar keine drin gehabt in der Produktion. Ja gut. Ich gebe dem mal einen Auftrag. Kriege ich das vielleicht sogar jetzt hin? 25 Rotoren, komm, das kriege ich hin. Dann können wir hier in der Zwischenzeit. Ich habe nicht die Waffe gleich fertig und dann kann ich die Viecher besser erledigen. Das ist besser als mit diesem Xenon-Teil. So, verstärkte Eisenplatten, 25 Stück. Okay, ein bisschen Schrauben dafür zusammenklopfen. Oh, das dauert wieder ewig, ne?
Ich hoffe, dass es irgendwann mal echt so rauskommt, dass das alles dann automatisch läuft. Zumindest, dass du das einen Auftrag geben kannst und die Werkbank von mir aus, keine Ahnung, 10 Minuten lang nicht nutzen kannst. Hauptsache, der verarbeitet die Scheiße. So, was war das letzte? Ach ja, die Rotoren. Die baue ich ja auch hier. Mal gucken, Rotoren, was brauchen wir dafür? Schrauben, okay. Hallo! Hi Michi, du liegst wahrscheinlich noch tot auf dem Boden. Wodurch? Ja, 4 von den Feuerviechern. Du standst ja, auch auf dem Wagen. Ich hab dir gesagt, Michi, stell dich doch bitte hinter den Wagen, aber nein. Ich dachte auf dem Wagen in Ecke zum Felsen. Nein, eigentlich dahinter. Egal, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du etwas tun könntest. Ja, ich bin... Ich eile sofort zu dir, sofort. War das doch hier? Einen kleinen Moment, please hold the line. Krass, wie man den Weltraumlift von hier sogar so gut sehen kann. Das ist anormal, ne? Das ist so ein Riesending, ne? So. Achso, ne, da fehlt noch ein bisschen, warte. Bist du eigentlich schon oben angekommen, oder? Ja, ich habe das Kohlevorkommen auch gefunden. Perfekt. Auch schon gebaut? Dort dran? Das allerdings noch nicht. Ja, wie denn? Okay. Ohne Waffe. Wieso? Da oben sind noch mehr für diese Feuerviecher. Ah, ja. Da wir jetzt einen Weg nach oben gebaut haben. Du verstehst? So, ich bin nur gerade dabei noch dafür zu sorgen, dass ich eine gute Waffe habe. Aus dem Grund. Ich weiß, ob du das jetzt siehst. Ja, du hast irgendwas. Jetzt kann ich mir endlich hier eine Schusswaffe bauen und dann komme ich sofort. Du bist zurückgefahren. Gegangen, weil der Wagen hängt ja jetzt auch leider fest. Warum? Keine Ahnung. Weil ich da so drauf liege, oder was? Das ist auch möglich. So, warte, ich brauche kurz ein paar Schrauben. So, jetzt kann ich mir, glaube ich, die Armierpistole machen. Brauche ich dafür noch? Ah, noch 10 Schrauben, okay. Komm. Schrauben. Warte mal, wofür brauchst du eine Armierpistole? Zum Schießen. Kann die Viecher abknallen. Ich verstehe. Und aus sicherer Entfernung. Das ist besser als dieser Xenon-Dings da. So. Muni. So, jetzt kann ich das Ding dann ausrüsten und dann bin ich auf dem Weg. Wo ist die? Da. Ich komme. Man schießt mehr von den Dingern und nicht nur immer einen Schuss und danach laden, das wäre scheiße. Bin ich überhaupt richtig unterwegs? Die Munition? Bitte? Und was ist die Munition? Diese Armier-Munition heißt die. Ich dachte einfach Nägel oder so. Ja, das ist sowas in der Art. Ich bin auf dem Weg. So, wie du siehst ja gar nichts, ne, gerade, oder? Dass du dich bewegst? Ja, also am Kompass halt, ne? Ja, aber du siehst. Von der Gegend siehst du denn keine Änderung, oder? So, dass da Viecher bei unserem Fahrzeug sitzen, ja. Ich weiß gar nicht, wie das aus dem Todesbildschirm, ob du überhaupt was siehst. So. So. Ach ja, was ich dir noch erzählen wollte. Du gerade so, okay, dann bin ich kurz essen, bis gleich. Und ich so, okay. Dann kletter ich jetzt hier hoch und gucke, dass ich nicht festbacke. Michi! Michi! Was ist passiert? Ich bin natürlich sofort festgebackt. Ja, wieder Einstieg habe ich gemacht. So, seitdem gibt es auch die Bäume da nicht mehr. Da hatte ich echt keinen Bock mehr drauf. So, ich bin bald da. Stimmt, die sind weg. Wie hast du die weggemacht? Kettensäge. Wie oft bist du denn hin und her gelaufen? Zweimal. In der Zeit, wo ich weg war. Ja. Alles klar. So, bei dir sind noch Viecher, ne? Ja, einer auf jeden Fall. Oh Gott, okay. Nicht sterben, ne? Ich gebe mein Bestes. Hab ich jetzt? Er ist tot. Oben, von oben. Ja. Ah, Treppe. Ich hoffe, ich habe kurz Deckung. Ich muss was essen. Komm wieder.
Ich sehe sie. Ich komme den Weg runter jetzt. Hier unten. Die Treppe? Nee, ist am Felsen. Über dir direkt ist. Also. Zwei sogar. Ich glaube, da oben ist noch eins. Oben ist noch eins, weiter oben. Hast du es gesehen? Noch zwei. Bleib doch stehen. Au. 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 Stimmt doch nicht, du Scheißvieh. Ja, geht doch. So. Wieder belügen. So. Und ja, vielleicht da oben drauf. ja, okay. Und willkommen zurück, Michi. Danke. Wo bist du? Und jetzt? Ja. Ach da, live, du bist mit mir unsichtbar. Komplett? Ja. Komplett. Ich bin vor dir gerade. Ja, ich sehe deinen Namen, aber du bist komplett unsichtbar. Toll. Wie machen wir das? Machen wir gleich per Reload. Machst du oder mach ich? Ich glaube, den müsstest also du gleich machen. Ja, dadurch machen wir das beide, ne? Mhm. So, folge mir. Okay. Warum brennt das Vieh runter? Ich würde es noch gerne töten. Ja, dann komm mal hoch. Da haben wir noch eine Leiter drin. Moment. Ja, nimm mal deinen ganzen Kram mit für den Bohrer und so weiter. Ach so, ja, ich gehe nochmal runter. Wir können nicht rauffahren mit dem Teil, ne? Nee. Brauchen wir andere Rampen für. Hast du zufälligerweise ein Teil gebaut, hier so ein Signalisator? Nein. Hey, guck mal, Elektroschnecke. Juhu! Mitnehmen, brauchen wir immer. So, die ist jetzt auch eingesammelt. Dann kommen wir zur Kohle. Kann man eigentlich ein Fahrzeug im Nachhinein reparieren? Bestimmt. Man kann auch später eine Medizinstation bauen, soweit ich weiß. Ne? Okay. Man sich so, teilen. Kohle rein, abbauen. So sicher, wo ich bin, ne? Der ganz oben halt, ne? Wir brauchen auf jeden Fall einen Signalisator hier. Wie eine Kohle ist denn hier drin? Oder gibt es nur Kohle rein und nichts anderes? Schon ja, hier gibt es auch nur Kohle rein. Das ist anscheinend alles Kohle rein. Schon 70 abgebaut. So. Ich baue mal so ein Teil, ne? Ja. Kohle generell. Nee. Nee, warte mal, was brauchen wir jetzt dafür? Den MK. Ach ja, den MK, stimmt. Ja, Ausgang, sag mal, wohin? Mach den mal direkt in unsere Richtung. Also ja, sag mir, wann okay ist. In, warte. Die Richtung, drehen. Weiter. Stopp! Zurück. Noch ein Stück. Okay. Wir müssen übrigens mit so einem Stromnetz gucken, das ist bei uns gerade zusammengebrochen. Ja, eigentlich wollte ich das gerade gar nicht so bauen, ne? Ja, wie willst du das sonst bauen? Ich wollte eigentlich, neben dem MK brauchen wir nur Förderbänder. Ja. Strom und eigentlich direkt den Generator daneben. Der braucht das ja nur dahin zu führen, verstehst du? Und von hier zu unserer Basis gibt es ja nur eine Verbindung über Strom. Ja gut, dann dreht das Ding wieder um. Verstehst du, was ich meine, oder? Du drehst einmal um 180 Grad einfach direkt. Wäre das so? Ja. So? Warte. Da ist die Richtung. Ja, das ist okay. So, das heißt.
Das mit dem Login, das müssen wir mal eben regeln, ne? Das ist sonst blöd. Jetzt gerade? Warte mal kurz, ich log mich mal neu ein. Ja, vielleicht reicht das ja. So, Hauptmenü. Bestätigen. Dann bitte ich einmal um eine Einladung. Einladung? Jo. Invite ist raus. Und bitte nicht töten. Ich meine, du hast eine Pistole in der Hand, ne? Ja gut, dazu muss ich aber erstmal was sehen. Halt die Energiekapazität im Auge. Ja. Yay, ich sehe dich. Beziehungsweise. Jetzt mal von mir runter. Hi. Hi. So, dann bauen wir den Rest hier auf. Ich gehe davon aus, dass wir doch jetzt nur noch einen Kohlegenerator brauchen, oder? So sehe ich das gerade falsch, oder müssen wir dazwischen noch eine. Ich würde auch sagen, Kohlegenerator. Oder brauchen wir eine Schmelzerei? Nee. So, nee, Moment. Verbrennt die Kohle, stand da direkt drunter. Kohlegenerator, sag wann? Keine Ahnung, ja, mach mal. Oh ne, das ist viel zu nah. Passt nicht? Das ist viel zu nah, ne, es muss weiter nach vorne. Ach jo. Ja, da war okay. So. Jetzt braucht das Ding natürlich am Anfang mal Strom, ne? Erst. Logisch. Dann hast du so einen Teil dabei, so einen Generator. Ich habe einfach mal so einen Generator in der Hose, ne? Hast du gedacht, du hast Material dabei oder abgezählt? Ich habe daran nicht gedacht. Schlau. Aber ich habe genügend Material sowieso dabei. Ja, das also. Haben wir Brennstoff dabei? Wir haben keinen Sprit mehr dabei, oder? Dürfte ich eigentlich noch dabei haben. Ja, habe ich. Habe ich. Ich frage mich eigentlich, wieso? Ich hatte da mal unten in der Leiste. Warte mal. Du hattest mal unten in der Leiste. Mauszeiger plus 1. Ah, okay, jetzt habe ich das wieder. Das ist doch schön. So. Mauszeiger plus 2. So. Oh. So, wenn du jetzt hier Strom, also irgendwas für Strom reintust, dann wird's laufen. Normalerweise. Dö. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt läuft. Produziert er was? Ja, der Bogen geht runter. Ja. Ja, jetzt ist die Frage, was der macht. Der Kohlegenerator, was macht der jetzt? Der sollte jetzt nur für Strom, oder? Ja, aber eigentlich müsste er das doch jetzt aus der Kohle machen, oder nicht? Ja, die Kapazität wurde gerade um 50 erhöht, ja. Das heißt, wenn der jetzt ja, geht das? Jetzt bin ich mal gespannt. Warte mal, lass das Ding mal da stehen. Jetzt will ich was wissen. Hast du schon abgebaut? Es läuft. Genau, das wollte ich nicht gerade testen. Ob sie sich jetzt selbst versorgen kann. Jetzt brauchen wir nicht bis darunter eine Leitung ziehen, das ist dir klar, ne? Ja, deswegen habe ich so viel Zeug für dabei. Wir gehen jetzt. Warte mal. Ich mach mal. Ja, setz mal einen da hinten hin. Der Haus ist dort. Hier, siehst du, wo ich ihn hingesetzt habe? Ja, und jetzt setz mal einen hier oben noch hin. So, das heißt, du verbindest die beiden, ich verbinde mal. Ich weiß nicht, welche. Ja, jetzt können wir weiterfahren. Wir können fahren. Einer macht die Verbindung unten immer. Ah, du hast ihn schon verbunden? Auf die Entfernung? Ja. Ja, nice. Ja, geht. Wo ist unser Auto da unten? Oh, ja, das ist festgebackt, ne? Ja, das ist vielleicht nur wegen meinem Tod gewesen. Vielleicht geht's jetzt wieder. So. Na, no, hab ich die Sache nicht, oder? Versuch mal den Kollegen hier irgendwie. Ja! Kriegst du? Nee. Jetzt häng ich mit dem vorderen linken Reifen irgendwo. Oder hinten links. Ich weiß nicht, hinten links oder vorne links gerade komisch.
Ja, perfekt. Nice. Geht doch. Dann kletter du drauf, dann machen wir die Verbindung von Hand immer. Kletter einfach bei mir drauf. Komm. Ja, fahr jetzt mal zum Strom aus, bitte. Ist eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaun. Ja. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Oh mein Gott!